zur Top 10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, hier geht es Schlag auf Schlag weiter. Eine tolle Sendung jagt die nächste und nicht nur tolle Sendung, sondern natürlich auch tolle Produkte. Unsere Top 10 Show wartet auf Sie. 10 wundervolle Produkte. Wir fangen mit Teil 1 an, also sprich Platz 10 bis 6. Und bei unserem nächsten Platz, das ist toll, das verlängert nämlich Ihre Lebensmittel um ein Vielfaches. Sind Sie vielleicht neugierig? Dann verrate ich Ihnen, hier ist unser Platz Nummer 10. Das kennt man vielleicht. Man hat eine Tüte Chips geöffnet oder Gummibärchen oder vielleicht irgendwelche anderen Sachen. Aber was macht man, danke Diana, aber was macht man denn dann mit dem Rest? Das verduftet ja auch irgendwo, oder Kaffeetüten, ja. Tja, das ist natürlich schade, wenn das ganze Aroma verschwindet. Aber wie kann ich das jetzt länger haltbar machen? Ja, hier mit diesem Tütenverschweißer. Das ist unglaublich einfach hier vom Prinzip her und natürlich sehr durchdacht. Wir sehen hier zwei Kontakte und sobald die zusammenkommen, wird hier durch diesen Kontakt Hitze erzeugt. Wenn ich es nicht brauche, dann ist auch durchdacht, diesen Bügel hoch. Sie können sich nicht mehr berühren. Jetzt hast du Chips angesprochen, Anne-Kathrin. Da hast du natürlich absolut recht. Aber ich habe noch viel, viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, gerade bei Tiefkühlprodukten. Man kauft zum Beispiel mal Pommes oder auch eine Gemüsepfanne aus der Tiefkühlsache und macht die nicht leer. Und dann wirft man sie wieder ins Gefrierfach und wenn man sie das nächste Mal rausholt, haben die Gefrierbrand. Ganz einfach, weil sie ja halb offen sind. Du kriegst sie gar nicht mehr zu. Oder auch ganz normale Gefrierbeutel. Ja? Und jetzt ist es unglaublich einfach. Diese hier sind natürlich alle durch Hitze zu verschweißen. Und jetzt setze ich es einfach nur an, schau mal, und drücke es leicht zusammen und fahre rüber. Oh. So, und die Hitze, die hier Wahnsinn. Erzeugt wird, schließt die Tüte. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Das hat ja keine paar Sekunden gedauert, da hattest du es zugemacht. Es wird sofort die Hitze erzeugt und jetzt ist es geschlossen. Und natürlich kann ich es dann wieder einfach aufmachen, weil das ist ja nur an einem ganz kleinen Punkt. Wenn ich jetzt ziehe kräftig, guck mal, mit dem kleinen Ruck, dann ist es wieder offen. Das heißt, ich kann das immer wieder verwenden? Ja, natürlich. Wow. Du kannst das also wieder machen. Und das geht eben bei diesen ganzen Tüten, die hier aus Kunststoff oder hier diesem Material sind. Und da können wir es jetzt auch mal machen. Da ist es sogar noch einfacher mit dem Plastik. Apfelringe, ja. Da sind jetzt Apfelringe drin. Und das ist so unglaublich einfach. Ansetzen, einen kleinen Moment warten und jetzt langsam rüberziehen. Guck mal. So. Und jetzt sind sie wieder zu. Wahnsinn. Jetzt sind sie verschweißt. Wir sehen es hier. Wow. Sehen Sie da rein? Jetzt ist es zu. Ja, jetzt muss ich natürlich, ich habe in der Mitte angesetzt. Jetzt gehe ich einfach noch auf die andere Seite, dass es dann komplett zu ist. Weil es ist immer wesentlich einfacher, in der Mitte anzufangen. So, und jetzt habe ich es komplett zu. So, und jetzt kann ich es auch wieder einfrieren. Ja. Und das ist so denkbar einfach. Und es ist luftdicht verpackt, aber jetzt nur mit einem ganz kleinen Streifen, der hier verschweißt wird. Das heißt, wenn ich wieder Zugriff drauf will, einfach einen kleinen Ruck. So, und dann ist es wieder offen. Guck. Das ist ja toll. Liebe Zuschauer, das ist ja genial. Das kennen Sie doch bestimmt auch, wenn man was einfrieren will, ja? Wenn Sie vielleicht vorgekocht haben, dann kann man das ja auch, gibt es ja diese Tüten. Und das dann zu verschweißen, so einfach war das noch nie. Und vor allen Dingen, den können Sie nie verlieren. Schauen Sie mal, hier ist ein Magnet. Den klippt man dann einfach an den Kühlschrank dran. Also ich finde das toll, vor allem für den Preis. 6,90 Euro. Irre, oder? Was man noch machen müsste, ist natürlich darauf achten, auf die Sicherheit. Also wenn das jetzt in der Schublade gelagert wird, was problemlos möglich ist, dann bitte diesen Bügel nach oben machen, weil dann können die zwei Kontakte nicht aufeinander kommen, sonst sind die Batterien leer, ja, bis ich das nächste Mal brauche. Einfach nur bei Bedarf, dann, wenn ich ihn brauche, mache ich das wieder runter und sobald diese beiden Kontakte aufeinander kommen, wird hier Wärme erzeugt und durch diese Wärme, man kann schon sagen Hitze, wird natürlich der Kunststoff an den Tüten hier verschweißt und das funktioniert zu 100%. Einfrieren, auch normale Gefrierbeutel oder natürlich angebrochene Sachen, Pommes, Pfannengemüse, das man kauft. Oftmals holt man ja auch so ein bisschen Hähnchenschlägel oder man holt Chihuahua-Chichi. Alles Mögliche, was sie eben bei sich in der, hier in der Gefriertruhe haben. Aber auch solche Sachen hier, Reis zum Beispiel oder auch Haferflocken, kann ich nach Gebrauch einfach wieder verschweißen. Und dann kommt bei mir genau das, was du vorhin gesagt hast. Die sind natürlich auch viel länger haltbar.
Ich würde sagen, wir bleiben doch einfach mal gleich beim Thema Haushalt. Ja, da steht jetzt natürlich der Frühjahrsputz an, ob das die Fenster sind oder vielleicht auch mal der Fußboden oder vielleicht auch mal das Auto. Tja, wie bekommen Sie das eigentlich alles zu 100% keimfrei? Nicht möglich, sagen Sie? Ich sage doch, mit unserem Platz Nummer 9. Kannst du dich noch erinnern, als diese Dampfstrahler rauskamen? Die waren extrem teuer. Die wollte jeder haben, konnte sich aber nicht jeder leisten. Klar, die haben Tausende von Mark gekostet, ja? Richtig. Und hier haben wir jetzt einen Dampfreiniger für zu Hause zu bezahlbaren Preisen. Der ist auch unglaublich gut ausgestattet. Wir haben hier ein 12-teiliges Zubehörset. Und ich bin bei mir dazu übergegangen, das meiste mit Dampf zu reinigen. Gerade auch, wenn es um Böden geht. Da ist auch eine Bodendüse mit dabei. Und jetzt kann ich Boden mit Dampf reinigen. Was hat das für Vorteile? Erstens mal, ich brauche viel weniger Chemie, also ganz, ganz wenig Putzmittel, weil die Keime werden auch so wirklich absolut vertilgt, sage ich jetzt mal, weil hier ein Dampf mit 150 Grad Wärme erzeugt wird. Ja? Und das ist eben das, hier sehen wir es, auf dem Boden, ja, das ist toll. Und dann natürlich kann ich hier mit dieser Düse, mit dem richtigen Aufsatz, kann ich einen Druck von bis zu 4,5 Bar erzeugen. Und jetzt kann ich auch mit Dampfdruck wirklich mal Fugen reinigen oder hartnäckigen Schmutz zu Leibe rücken, ohne giftige Chemiesachen einzusetzen, sondern wirklich nur mit dem Druck und natürlich auch mit hier dieser Wärme. 120 Grad gegen Milben ist das auch gut. Ich habe hier auch einen Aufsatz. Ja. Da kann ich mit dem Dampf ohne Probleme mal übers Bett fahren, also über die Matratze und da auch mal Milben den Gar ausmachen oder natürlich auch in Teppichböden bis in die Tiefe hinein, den Boden. Das ist auch schön, wenn ich Laminat oder Parkett habe. Ja, hat man ja oftmals Probleme mit Feuchtputzen, darf man nicht zu nass machen. Hier kannst du das effektiv machen mit Dampf, da wird es nicht übernässt. Warte mal, aber das heißt, ich brauche keine Reinigungsmittel mehr? Nein, also natürlich, es gibt so die Hausmittelchen, die man trotzdem noch hat, aber zum Bodenreinigen zum Beispiel brauchst du nichts mehr. Du kannst das absolut mit dem Dampfreiniger machen und ich bin zu 100% zufrieden. Ich arbeite nur noch mit so einem Dampfbesen Staubsauger, also vorher sauge ich ab und dann, ich habe ja in meiner Wohnung habe ich Laminat, ich habe Teppich, ich habe Fliesen und egal was, also Bad, Toilette, Fliesen, die kann sehen aus wie nehmen? Neu. Wow. Kann ich alles mit diesem Dampfreiniger machen, der ist innerhalb von 5-6 Minuten hat er einen Druck aufgebaut. Klar, wenn ich den einschalte, muss er erst diesen Dampfdruck aufbauen und dann habe ich den vollen Druck zur Verfügung, wie gesagt, bis zu, je nach Aufsatz, 4,5 Bar und jetzt kann ich auch mal die Gartenmöbel draußen zum Beispiel frühlingsfit machen, weil da ist ja die ganze Witterung des ganzen Winters und des Herbstes ist da noch drauf. Oder die Autositze. Geht ja Autositze, auch. Autositze, ja. Vorhin nicht, dass es missverstanden wird. Also Autos darf ich bei mir zu Hause nicht mehr reinigen. Autositze. Also die Felgen oder ähnliches. Könnten sie zwar, dürfen sie aber nicht. Ganz einfach, da braucht man ein gesondertes Abwasserfiltersystem. Und das haben eben nur diese ausgewiesenen Autowaschanlagen. Also das bitte zu Hause unterlassen. Aber Polster natürlich kannst du auch richtig schön tiefen reinigen. Und jetzt nicht nur im Auto die Polster, sondern auch mal ihr Sofa zum Beispiel. Hier mit Dampf abdampfen, dann ein bisschen ruhen lassen. Aber dann ist dann auch da alle Schadstoffe verschwunden. Ja? Also es ist unglaublich effektiv. Innerhalb, da steht jetzt 6 Minuten Aufwärmzeit. Ich glaube, es geht sogar ein bisschen schneller und dann geht's los. Knopf drücken und loslegen. Und das ist so unglaublich effektiv, auch zum Beispiel in der Duschkabine. Oftmals in den Kanten einer Duschkabine wird schwarz. Da ist Silikon, da ist Dichtung. Und da gibt es viele, die gehen mit Bürsten oder ähnlichem ran. Da macht man unter Umständen sogar die Dichtung kaputt. Das heißt, man drückt sie zu weit runter, dann könnte es undicht werden. Und richtig sauber werden sie auch nicht. Mit Dampf geht das hundertprozentig. Also gerade so kleiner Schimmelansatz, den man hat. Hier sehen wir Gartenmöbel, effektiv Tische, Stühle, alles Bänke. Auch den Zaun mal. Je nachdem, was man hat, die Terrasse kann man hier abdampfen. Und du siehst, wir haben dafür alles wirklich die richtigen Aufsätze, Bürsten, Düsen, dann zum Fensterputzen. Fenster kannst du auch mal abdampfen, Boden putzen, alles dabei. Also umfangreicher geht's gar nicht und das für diesen super günstigen Haben Preis. Sie das gehört, was Ralf jetzt gerade alles aufgezählt hat? Das ist ja der Wahnsinn und das alles mit einem einzigen Produkt und das für diesen Knallerpreis. 66,41 Euro. Ob das die Armaturen in Küche sind, im Bad, die Kacheln, Fenster, Herd, Polstermöbel oder eben auch die Gartenmöbel. Das alles können Sie hier reinigen und das komplett
ohne Chemie. Da heißt es jetzt zuschlagen. NC 39, 19 und der 5 und die 5, 6, 9. Das ist ja ein Wahnsinnsplatz Nummer 9. Boah, da müssen Sie aber wirklich schnell sein. Ich höre gerade, die Leitungen glühen. Liebe Zuschauer, ganz, ganz schnell dann hier ran ans Telefon und bestellen, weil das ist so ein Ganzjahresprodukt. Ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das können Sie immer einsetzen. Und immer einsetzen können Sie auch unseren nächsten Platz. Es ist jetzt endlich warm geworden, vielleicht schon dem einen oder anderen zu warm. Tja, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Ventilator, Klimaanlage, ach so, vertragen Sie nicht. Ja, wie wäre es mit Platz Nummer 8? Ja, die Rede ist natürlich von unserem Verdunstungsluftkühler. Und das ist ja nicht nur ein Luftkühler, sondern der hat auch gleichzeitig noch andere Funktionen, ne? Das ist ein Allround-Gerät, aber wir reden jetzt natürlich erstmal von der warmen Jahreszeit, die jetzt Gott sei Dank bevorsteht. Und Sie kennen die drei Wetterphasen, die wir Menschen eigentlich empfinden. Das ist einmal warten aufs warme Wetter, dann sich freuen, dass es warm ist und dann kurz danach stöhnen, dass es zu warm ist. Ja. Und dann brauche ich eben ein bisschen Abkühlung. Und diese Abkühlung, das bisschen Abkühlung, das mir oftmals fehlt, das bringt unser Verdunstungsluftkühler. Ganz einfaches ganz einfache Funktion, nämlich ein physikalisches Grundgesetz wird hier zugrunde gelegt, um hier ein bisschen Kühlung zu erzeugen. Natürlich ein Ventilator drin, in drei Stufen zuschaltbar, der bewegt aber nur die Luft, das ist ja nur eine gefühlte Kühlung, die Luft bleibt in der gleichen Temperatur. Aber jetzt haben wir hier eben dieses physikalische Grundgesetz und das ist Verdunstungskälte, obwohl es physikalisch Kälte nicht gibt, da passiert was anderes. Wasser wird flüssig in diese Waben hineingeleitet und dort verdunstet. Und beim Wechsel, beim Aggregatwechsel nennt man das, von Wasser, also von flüssig auf gasförmig, wird Wärme entzogen. Das ist physikalisch richtig, aber der Umkehrschluss vom Wärmeentzug ist natürlich, dass es dort, wo die entzogen wurde, kälter ist. Also wird Kälte erzeugt, um 3 bis 5 Grad kühler als die Umgebungstemperatur. Mhm. Und die wird jetzt durch den Ventilator im Raum verteilt. Und jetzt hast du eben diese gekühlte Brise. Und das ist unglaublich effektiv. Und also es ist so angenehm, wenn man da sich dann kühlen lässt. Da kann man sogar direkt in den Ventilator reinstehen. Man wird auch nicht erkältet sein oder also ähnliches. Also eine gesunde Kühlung sozusagen. Richtig, ja? ganz ja. gesund. Also viele reagieren ja empfindlich auf Klimaanlagen und sagen, oh, dann werde ich krank. Ja, das kann natürlich hier bei einem Verdunstungsluftkühler nicht passieren. Aber du hast gesagt, vielfältig einsetzbar. Also zu jetzt den warmen Tagen können wir auch über das ganze Jahr dieses Gerät einmal natürlich als Luftreiniger verwenden, ein Ionisator ist mit eingebaut, also Anionen werden hier im Raum verteilt und die bekämpfen Gerüche, Staub, Pollen, Viren, Bakterien, also für saubere Luft wird gesorgt und jetzt in Phasen, wo es vielleicht die Luft zu trocken ist, das merkt man selber, wenn die Haut trocken ist oder die man merkt so trockene Lippen, dann kannst du hier auch noch eine Luftbefeuchtungsfunktion einschalten. Timerfunktion haben wir auch, wir haben gerade Schlafzimmer gesehen, wenn du abends ins Bett gehst und dir ist zu warm, dann machst du ihn einfach nochmal an und lässt ihn 1 oder 2 Stunden laufen und dann schaltet er sich automatisch ab und du schläfst ja schon dann lang und zwar schön gekühlt. Also Sie sehen, multifunktional für viele Zimmer, sieht auch gut aus, das kann ich auch gut ins Büro stellen, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer. Also für jeden zu gebrauchen, letztes Jahr übrigens um diese Zeit war er schon ausverkauft. Also wer jetzt schon mal vorausdenkend an den Sommer denkt, an die heißen Tage, wo man eine Abkühlung braucht, der sollte am besten jetzt gleich bestellen. Ihr liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, was dieses Gerät alles Unglaubliches kann, das kühlt, das reinigt, das befeuchtet. Und das ist wirklich so ein Ganzjahresprodukt, das kann man immer kaufen. Allerdings haben da schon viele zugeschlagen. Das heißt, wir haben hier nur noch begrenzte Kontingente auf Lager. Deswegen ganz schnell sein. Letztes Jahr um diese Jahreszeit waren die schon alle ausverkauft. Deswegen wundert es mich, dass wir jetzt überhaupt Ihnen diese noch präsentieren dürfen. Aber eben nicht mehr lange. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr angenehme Kühlung, die Sie hier spüren. Das brauchen Sie einfach, gerade dann, wenn es warm wird. Vielleicht wohnen Sie auch im Dachgeschoss, ja? Da kann man ja eh immer nicht schlafen abends, wenn es dann so warm wird im Sommer. Warten Sie nicht zu lange. Handeln Sie jetzt. Bestellen Sie sich die NX1308 und die 569. Das ist ein Wahnsinnspreis. Den bekommen Sie so an anderer Stelle nicht wieder. Das können wir Ihnen wirklich garantieren. Und das ist wirklich ein Multifunktionsgerät fürs ganze Jahr. Jetzt viele, die das nicht in Physik hatten mit der Verdunstungskälte, die hier erzeugt wird, sagen oft, stimmt das?
das wirklich. Aber das hat jeder von uns schon mal gemerkt. Ja? Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Anne-Kathrin, ja, im Sommer. Du gehst in ein 26 Grad warmes Wasser. Da frierst du nicht. Ja? Draußen haben es von mir aus 35 Grad. Da kannst du nicht frieren. Jetzt kommst du aber aus dem Wasser raus und plötzlich kriegst du Gänsehaut. Mhm. Ja? Ist eigentlich unmöglich von irgendeiner dieser Temperaturen. Ja. Was passiert da? Der Rest des Wassers auf der Haut wird verdunstet. Und in dem Moment wird Wärme von deiner Haut entzogen. Und deshalb kriegst du Gänsehaut. Ja. Deshalb trocknet man auch kleine Kinder sofort ab, wenn die aus dem Wasser kommen im Schwimmbad, weil die sonst sich erkälten könnten. Genau. Also sehen Sie, dieses physikalische Grundgesetz hat jeder von uns schon mal erlebt. Und das ist das, was man hier macht. Übrigens in Asien entwickelt, weil man sagt hier auch, die Klimaanlage der einfachen Leute. Mhm. Aber eigentlich ist es um Innenräume. Ja? Es gibt oftmals in diesen Ballungsgebieten auch Büros und Ähnliches, die keine Fenster haben. Und bei einer Klimaanlage brauchst du ja eine Ausleitung der warmen Luft. Und das brauchst du hier eben nicht. Dafür wurde es entwickelt, ist aber unglaublich effektiv. Naja, und du hast ja noch die Ionisatorfunktion, die eben dann die Luft auch reinigt. Viren, Bakterien, du hast es gesagt, Milben, ja? Und das alles in einem einzigen kompakten Gerät. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Klingt wirklich, wirklich toll. Reinigt, kühlt, befeuchtet. Also und sorgt natürlich für ein angenehmes Wohnklima das ganze Jahr über. NX1308 und die 569 für unseren Platz Nummer 8. Ja, und bei uns geht es natürlich gleich weiter. Ja, mit Schmutz, beziehungsweise wie kann man Schmutz entfernen? Das kann man ja, vielleicht haben Sie schon mal so gemerkt, so Tapser auf den Tapeten, das geht gar nicht so leicht weg. Wir zeigen Ihnen, wie es geht, mit Platz Nummer 7. Die sind schon toll, weil damit bekommst du alles weg. Ich bin total begeistert. Man sieht ja oft mal Fernsehwerbung mit irgendeinem Putzmittel und dann alles wegmachen und die machen einen Wisch und alles glänzt. Ja, wenn man es zu Hause probiert, funktioniert es nicht. Jetzt haben wir hier aber kein Putzmittel, sondern im Prinzip ein Radiergummi. Dankeschön, Diana. Und mit dem kriege ich alles weg. Ich möchte Ihnen nur sagen, was ich zu Hause hatte. Zwei Sachen. Oh, bla, ich hol's ja gerade nochmal auf. Zwei Sachen. Erstens mal habe ich Laminat, das habe ich Ihnen gerade erklärt, mit dem Dampfreiniger. Alles wunderbar. Aber ich hatte so schwarze Streifen von Schuhsohlen. Ja? Und die habe ich mit Reiniger, mit Dampfreiniger, mit allem versucht zu schrubben. Die waren einfach drauf. Ja? Und dann bin ich jetzt mit unserem Schwamm hier. 16 Stück kriegen Sie hier für den Preis von 3,71 €. Mit dem bin ich drüber. Und ich möchte Ihnen das mal kurz demonstrieren. Den mache ich einfach nur nass. Also gehe jetzt hier ins Wasser, ohne jegliches Putzmittel. Und jetzt schauen Sie mal. Aber nur Wasser reicht ja komplett aus. Ja? Guck, einfach rausringen. Und jetzt siehst du hier, da haben wir solche simuliert. Und jetzt gehe ich einfach mal das Herz, das lasse ich. Ich mache da drüben das TV weg. Und jetzt guck mal, jetzt reibst du und schau mal, was passiert. Wow, ja? Schauen Sie sich das mal an. Und das haben wir nur mit Wasser gemacht. Das ist ein Schmutzradierer, so wie früher ein Radiergummi, aber jetzt für Schmutz. Und nochmals habe ich bei mir sauber gemacht. Und zwar, ich habe so eine Wildledercouch. Mhm. Ja? Und da waren Flecken drin. Ich weiß nicht woher, aber die waren schon lange drin. Und da bist du immer vorsichtig. Du traust dich nicht. Dann versuchst du es mal feucht. Mhm. Dann, oh, weißt du nicht, ist sauber. Dann wird es wieder trocken, dann ist der Fleck immer noch drin. Auch das habe ich hiermit gereinigt. Schuhe, Wachsmalstifte, Filzstifte, also all diese Rückstände gehen weg. Du hast vorhin was Tolles gesagt. Um Lichtschalter hat man oftmals so braune Ränder. Ja? Oder auch Gartenmöbel. Unglaublich effektiv und einfach. Und hier kriegen Sie von diesen Radierschwämmen, von diesen Schmutzradierern 16 Stück. Und glauben Sie mir, vergessen Sie alle teuren Putzmittel, mit denen Sie alles Mögliche schon probiert haben und dann erst nicht richtig sauber wird. Mit dem wird es sauber. Um Lichtschalter herum, Gartenmöbel, Böden, so alles. Ganz hartnäckige Flecken. Und dann in der Tür hatte ich auch noch was, da habe ich auch poliert und habe gedacht, oh, warum geht das nicht weg? Jetzt war das ein Kratzer. Kratzer kann es nicht reparieren, aber alles, was putzig ist, das kann es reparieren bzw. sauber machen und zwar im Handumdrehen. Da sehen wir das, um Lichtschalter rum. Da sieht es überall so aus. Es sieht wie neu aus. Es ist fast wie neu. Schauen Sie sich das mal an. Das Sensationsprodukt im Haushalt des Jahres. Ich habe sofort zu Hause und ich habe jetzt 4 Schwämme, glaube ich, verbraucht. Natürlich, das ist wie ein Radiergummi, der geht weg, aber 12 habe ich noch, weil das ist ein 16er-Pack. Ja, Ralf hat gerade ein schönes Stichwort gesagt. Das Sensationsprodukt des Jahres im Haushalt. Und das ist für mich definitiv unser Platz Nummer 6. Die Hausarbeit ist keine schöne Arbeit. Das macht man ja meistens auch nicht freiwillig. Man macht es einfach, weil es gemacht werden muss. Es bringt ja nichts. Irgendwo muss mal gestaubsaugt werden.
Nur so ein Staubsauger hat viele Nachteile. Der ist schwer, man bekommt Rückenprobleme, der ist laut, das heißt, ich kann damit auch nicht sonntags saugen. Ja, und der braucht ständig neue Staubsaugerbeutel, die auf Dauer auch teuer sind. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben. Hier steht Ihre Lösung. Ja, unser hochmoderner Premium-Staubsaugerroboter. Und wenn wir uns den mal anschauen, das Erste, was du gesagt hast, wir brauchen keinen Staubbeutel mehr. Wir drücken einfach hier drauf und dann geht der Behälter los, 0,5 Liter. So aufmachen, auswechseln oder ausschütten, über Mülleimer wieder reinmachen. Vierfach HEPA-Filter drin. Ja, und da wird jetzt gesaugt. Und wenn wir den mal umdrehen, sehen wir auch die Technologie, die hier dahinter steckt. Hier die Antriebsräder und wir sehen diese Bürsten, die fangen allen Staub ein und transportieren ihn hier und da rein und da in diesem Schlitz wird die Saugleistung erzeugt. Aber wir haben noch viel, viel mehr hier unten. Wir haben insgesamt 11 Sensoren, die erstens mal Kanten erkennen und die Schmutz erkennen. Das heißt, die fahren drüber und das so lange, bis der Boden sauber ist. Und eine Zusatzfunktion, die mir noch gefällt, gerade wenn man ein bisschen anfällig ist, das ist hier diese UV-Lampe, die zerstört Bakterien. Ja, und das ist unter Umständen auch noch ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man Kinder hat, möchte man doch ein bisschen hygienischer sauber haben. Und dann ist das Ganze akkubetrieben. Aber ich kann hier, ich positioniere praktisch diese Ladestation auf dem Boden. Und der Staubsauger merkt es, wenn sein Akku zu Ende geht und fährt automatisch auf die Ladestation drauf. Und dann sehen wir, dass er weiter putzt. Hier sehen wir, der kommt in jede Ecke dank dieser Bürsten und macht alles sauber. Ich kann hier sogar Putzpläne programmieren über 7 Tage. Ich kann sagen, pass auf, morgen früh um 9, da bin ich eh arbeiten, da saugst du mal die Wohnung durch. Und es ist ja, du wirst mir sicher recht geben, Anne-Kathrin, da gibt es, glaube ich, einen unglaublichen Meinungsunterschied zwischen Damen und Herren, was das Saugen angeht. Also ich habe immer gesagt, einmal in der Woche reicht Saugen. Und es gibt viele Frauen, die sagen, einmal am Tag muss man unbedingt saugen. Ja? Hiermit ist es jetzt kein Problem, weil du programmierst ihn einfach auf jeden Tag. 90 Minuten saugt er am Stück. So lange hält nämlich eine Akkuleistung. Und du siehst auch so die leichten Flokadis oder Teppiche, kein Problem. Da geht er problemlos drüber. Und was auch noch ein Riesenvorteil ist, er geht auch problemlos drunter. Nicht unter die Teppiche, sondern dort, wo er hin soll. Unter Schränke, unter Betten, unter Kommoden, unter Sofa. Da, wo du eigentlich nie hinkommst mit deinem Staubsauger, da fährt er bequem drunter. Und das alles für diesen Preis, liebe Zuschauer. Nie mehr Staubsaugerbeutel nachkaufen. Nie mehr sich mit der lästigen Hausarbeit rumplagen. Nie mehr den Staubsauger, der gefühlt 20 Kilo wiegt, von oben nach unten schleppen. Nein, lassen Sie das sein. Lassen Sie die Hausarbeit doch endlich machen. Das ist doch so genial. Schick sie da zudem auch noch aus. Und das Tolle ist, sie kommen von der Arbeit, ja, oder sie kommen von wo auch immer. Und der Haushalt ist gemacht. Das wünscht sich doch jeder, oder? Ja, und der ist so gefragt, dass unser TV-Sonderpreis, das Kontingent leider ausverkauft ist, aber zum Normalpreis können Sie ihn hier jetzt jederzeit bestellen. Und glaub mir, 199,90 Euro, das ist ein Hammerpreis. Ich habe gerade in aktueller Fernsehwerbung eine riesen Werbeaktion gesehen, da Kostenvergleich. Vergleichbare Geräte werden da angepriesen als Sonderangebot für 999 Euro. Wahnsinn. Also da muss ich sagen, da hört bei mir dann der Spaß auf. Aber bei 199,90 Euro, da greife ich zu. Und gerade wenn man Haustiere hat, also Hunde oder Katzen, weiß man, überall sind Haare. Oder auch die Hausstauballergiker, da gibt es auch genug, die dann sicherlich tagtäglich saugen müssen. Und das ist ja eine halbe Stunde, je nachdem wie groß die Wohnung ist, halbe, dreiviertel Stunde Zeitaufwand. Das kannst du dir sparen. Und hier sehen wir, die Kanten werden auch erkannt dann. Super. Und also ganz auch toll. Ich kann selbst die teure China-Vase stehen lassen. Ja, der wird eher ausweichen, die wird nicht kaputt gehen. Und das Saugergebnis ist absolut hervorragend. Und wie gesagt, er macht ja alles selbstständig. Ich programmiere ihn einmal und dann saugt er mir die ganze Wohnung toll. Durch. Also besser kriegt man es auch von Hand nicht hin, weil mit so einem Handstaubsauger kommst du nicht unters Bett, man kommt nicht unter den Schrank, man kommt nicht unter den Tisch. Ganz einfach, der ist viel zu sperrig. Und schauen Sie, nach getaner Arbeit fährt der einfach an die Ladestation. Ich finde das sensationell. Also wenn man hier jetzt nicht zuschlägt für diesen Wahnsinnspreis von 199 Euro. Ralf hat es gerade gesagt, in einem Elektrofachmarkt 1000 Euro knapp. Irre, oder? Bei uns für 199,90 Euro. Was will man mehr? Das Einzige, was Sie jetzt noch vor lauter Vorfreude tun müssen, ist ran ans Telefon gehen und wirklich bestellen.
weil die sind bei uns immer sehr, sehr beliebt. Also da haben wir auch nicht mehr viele Stückzahlen auf Lager, weil sich einfach jeder sagt, Mensch, warum soll ich den Haushalt machen, wenn das jemand machen kann? In der Zeit kann man sich wieder mit den Kindern beschäftigen, kann man ja ein bisschen kochen oder vielleicht bügeln, was auch immer sie möchten. Das ist ein tolles Produkt und das sagt auch die Presse. Die schreiben nämlich, die Roboterwelt, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, Fazit machte der Saugroboter von Sichler in unserem Test. Eine gute Figur, er überzeugte mit einer hochwertigen Verarbeitung, einem ansprechenden Design und einer mehr als respektablen Saugleistung. Besonders positiv ist der niedrige Lärmpegel. Das muss man auch nochmal hervorheben. Saugen Sie mal am Sonntag mit Ihren Staubsauger, da werden die Nachbarn draußen Schlange stehen und sagen, hallo, geht's noch? Ja. Ist das so, oder? Also holen Sie sich den nach Hause, ja. Machen Sie es einfacher. Die Bestellnummer für unseren Staubsauger ist die NC5725 und die 569. Lassen Sie sich überzeugen, die Experten sind schon überzeugt. Und Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, als ich diese Werbung gesehen habe, 1.000 Euro im Sonderangebot, habe ich gedacht, nee, dann nehme ich doch lieber den 199,90 Euro. So, das war der erste Teil, aber bleiben Sie dran, es geht in wenigen Minuten weiter. Mit Teil Nummer 2.